So, meine Freunde, herzlich willkommen zu dem schlechtesten Format. Oh! YouTube! So, Leute, herzlich willkommen zu Marco Forzell Nummer 32. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Habt ihr das gesehen, Freunde? Gestern war Weiberfastnacht und es hat gestürmt wie bescheuert. Ich schwör's euch. Es war so übel. Bäume sind umgerissen worden hier in der Gegend. Mülltonnen sind durch die Gegend. Verkehrsschilder lagen alle auf dem Boden. Baustellenabsperrung, alles. Es lag alles quer. Mein Baumhaus wurde beinahe abgerissen gestern Abend und ich konnte kaum schlafen, weil er so laut gestürmt hat. Unglaublich. Also ich hoffe erstens, dass ihr euch nicht kaputt gesoffen habt und zweitens, dass ihr nicht weggeflogen seid. Besoffen und wegfliegen ist keine gute Kombination. No Kombination. Deswegen hoffe ich, dass es euch allen gut geht. Eine andere Sache, Freunde. Der Kanal It's Yours, also besser gesagt, euer Kanal läuft wunderbar. Sehr, sehr schön. 5000 Abonnenten in ungefähr 2 Tagen. Sehr, sehr geil. Aber ich würde gerne die 10.000 Abonnenten erreichen. Deswegen nicht vergessen, Freunde. So, es gibt immer noch den Airwheel M3 Elektro Longboard zu gewinnen. Und das Ding werde ich verlosen, sobald wir die 10.000 Abonnenten geknackt haben auf den It's Yours Kanal. Link in der Videobeschreibung, genauso wie man Videos dort einreichen kann. Übrigens, man kann jetzt auch bei dem Kanal Abonnent der Woche werden. Das bedeutet, dass ihr mit eurem Foto oben auf dem Banner kommt für eine Woche rein. Die ersten Videos werden jetzt Samstag und Sonntag rauskommen. Das Problem ist, dass viele von euch Musik verwenden, die man nicht verwenden darf. Deswegen werden wir entweder die Musik verändern müssen oder wir werden diese Videos leider nicht posten können. Ihr müsst unbedingt darauf achten, dass die Musik auf jeden Fall frei erhältlich ist. Also entweder auf YouTube oder andere Plattformen, wo man das auf jeden Fall benutzen darf. Sonst kriegen wir 3 Strikes in den Kanal und dann ist euer Kanal weg. Dann können wir auch nichts machen. Da muss ich immer wieder einen neuen aufmachen und das wäre eigentlich sehr schade. Deswegen passt unbedingt auf die Musik auf. Das ist sehr, sehr wichtig. Bitte benutzt nur YouTube-Musik, die frei verfügbar ist. Wie gesagt, bei 3 Strikes, bei so einem kleinen Kanal, werden wir auf jeden Fall gelöscht. Und das ist schlecht, Freunde. Das zu It's Yours. Wie gesagt, abonniert den Kanal, würde mich freuen. Es läuft sehr, sehr gut und ich bin schon sehr gespannt, wie ihr reagiert auf die ersten Videos. Erwartet natürlich nicht so extrem krasse Qualität, denn ich akzeptiere nur bis 10.000 Abonnentenkanäle, damit das auch fair bleibt. Ich würde gerne YouTuber Bescheid sagen, dass wir diese Aktion gestartet haben. Und nicht vergessen, selbst wenn ihr nicht Videos einreichen wollt oder jemanden vorschlagen wollt, habt ihr natürlich sehr viele Entscheidungen auf diesem Kanal. Die wird es jetzt nach und nach geben, aber erstmal sind wir am Sammeln. Und die ersten Videos kommen Samstag und Sonntag raus. Ich werde, denke ich, 2 posten. Ja, ich bin sehr gespannt, wie das aufgenommen wird. Ich hoffe, dass die Reise nach oben geht. Deine Bühne, deine Videos, dein Kanal. Also macht was draus, Freunde. Bewirb deinen Kanal, würde mich mega freuen. So, wie ihr seht, habe ich schon genug Pakete. Mach jetzt mal die Tür zu. Okay, jetzt können wir loslegen. Wie ihr seht, haben wir schon genug Pakete hier. Und einen ganz besonderen hat mich hier angetan. Ich hole mal alles mal nach vorne. Versuche nicht zurückzukippen. Ah. Tan, tan, tan. Was da wohl drin ist, Freunde? Ist es etwa mein Porsche-Gutschein? Ist das etwa mein Porsche-Gutschein? Das war natürlich ihr. Oh. 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 Nee, Jochen Schweizer. Ich muss aufpassen, da ist vermutlich ein Gutschein drin. Ich darf den Code natürlich nicht freigeben. Ta, 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 ta. So sieht das aus. Was ist hier drin? Hi Marco, viel Spaß mit deinem Hauptgewinn, dein D-Max-Team. Dankeschön, ich freue mich mega. It's just a prank. Gutschein für Porsche 911 GT3 RS auf der Nordschleife. Gültig bis 31.12.2020. Das ist schon mal sehr gut. In nur 3 Schritten zu Ihrem Erlebnis. Je früher Sie Ihren Gutschein erlösen, desto höher ist die Chance, dass Ihr Wunschtermin noch frei ist. Gehen Sie auf Jochen Schweizer Einlösen und geben Sie Ihren Gutscheincode ein. Folgen Sie der Anleitung, erhalten entweder direkt, online oder einen Termin. Ihr Gutschein ist Ihr Eintrittskarte zum Erlebnis. Bringen Sie ihn zum Veranstaltungsort mit. So sieht das aus, Freunde. Den Gutscheincode darf ich euch nicht zeigen. Sehr, sehr schön. Und dafür danke ich meine Community, meine Tutti-Community. Vielen, vielen Dank. Ihr seid die Besten. Ich freue mich schon, euch diesen Vlog zu widmen. Yeah! Google! Oh, ich glaube, das ist mein Backcover. Hä, Mann, wo schicken die Dinge immer her? Jetzt bin ich gespannt, ob das was geworden ist. Alright. Tutopolis TV. Dieses Case kriegt man bei jedem Google-Phone, kriegt man kostenlos dazu. Die kosten ungefähr 45 Euro. Das schenkt Google immer einem mit, wenn man einen Google Pixel kauft. Was hat hier von einem Extra-Knopf? Auf die Seite Extra-Knopf? So, jetzt bringen wir das mal an. Das sieht schon cool aus, gefällt mir. Hätte ich nicht gedacht, dass das Logo so gut passt. Tutopolis TV. Okay, ich muss mich noch damit beschäftigen, damit der Knopf hier funktioniert. Ich weiß jetzt nicht, wie das geht. Das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Deswegen lege ich das jetzt mal auf die Seite. Ecosi. Was ist das denn? Smart Heating Solution Lower Cost. Ecosi. Das ist so eine App-gesteuerte Heizungsregelung.
Oh, so sieht das aus, Freunde. Also ich finde das gar nicht mal so schlecht. Ich liebe es, mein Haus so smart wie möglich zu machen. Das heißt, dass ich das alles mit dem Handy steuern kann. Mein Haus ist ja schon überall überwacht. Und ich kann das halt alles mit dem Handy steuern. Ich kriege auch immer Bescheid gesagt, wenn einer hier im Grundstück rumlungert und so weiter und so fort. Das finde ich geil. Und das ist natürlich eine Steigerung. Schade, dass nur eins dabei ist, weil ich habe natürlich nicht nur eine Heizung. Und hier habe ich gar keine Heizung. Das heißt, hier drinnen ist es eigentlich immer kalt, weil es eigentlich mein Keller ist. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Anscheinend hier eine Basisstation. Das heißt, das hier verbindet sich mit dem Router. Das heißt, bevor du nach Hause kommst, kannst du natürlich einschalten, damit dir nicht kalt ist. Und so sparst du natürlich auch Heizkosten, was ich echt gar nicht mal so schlecht finde, ohne Witz. Ja, ich muss mich damit beschäftigen. Das kann ich jetzt einfach nicht so machen. Ich weiß noch nicht mal, wie man das installiert. Ja, vielen, vielen Dank an die Firma Ecosy. So, jetzt machen wir Fanpakete auf. Das hat er sehr cool gemacht mit meinem Logo. Also, der hat sich richtig viel Mühe gegeben. Lass mal reingucken. Ein kleines Geschenk für Celine. Oh, das finde ich mega süß. Dankeschön. Das werde ich ihr wirklich geben, wenn sie gleich von der Kita zurückkommt. Hallo Marco, ich habe dir mein Backcover geschickt, in der Hoffnung, dass du sie mir einem wasserfesten Edding signierst. Ah, verstehe. Ich dachte, ich dürfte es behalten. Darf ich nicht behalten? Schokohasenpärchen. Stefan und Sabine. PS, like doch mein Instagram-Profil. Bienes Schmuckdesign. Dankeschön, Schokoladenpärchen und Bienes Schmuckdesign. Ah, Schmuckdesign, das ist cool. Oh, da wird sich meine Tochter freuen. Ich werde es auf jeden Fall geben, das wirst du in meinen Instagram-Stories heute sehen. Danke dir und na klar werde ich das machen. Ich signiere dir das und dann kriegst du das natürlich zurück. So, das hier weg. Komm, wir machen noch eine Fanpost auf. Burghammer? Was ist das denn? Nee, ist das tatsächlich ein Trainingsbutterfly? Das ist ein Trainingsbutterfly. Oh shit, wie geil ist das denn? Darf ich das behalten? Das ist ein Fangeschenk, das muss ich lesen. Lukas, danke, Mann. Hey, Tut, ich feiere deine Videos mega, da du die CSGO-Messe so feierst, dachte ich mir, dass ich dir mein CSGO-Butterfly schenke. Keine Sorge, das Messer ist nicht illegal, da es ja keine scharfe Klinge hat. Das habe ich schon gemerkt. Und nur ein Trainer ist. Mach auf YouTube, würde mich freuen, wenn du meinen Kanal erwähnst. Würdest, wenn nicht, wäre das auch nicht schlimm. Mein Kanal L31 kennen. Zum Schluss wünsche ich dir und deiner Familie viel Glück und Gesundheit und natürlich auch viel Spaß mit dem Messer. Luca, natürlich kriegst du ein Autogramm und ich tue dir natürlich noch ein paar Sticker dazu. Coole Sache, geile Sache. Ich werde auf jeden Fall ein bisschen trainieren. Boah, das ist echt. Dadurch, dass es so gebogen ist, seht ihr das? Das ist so gebogen. Oh, geil, deshalb kann ich endlich Butterfly trainieren. Oh, oh, oh. Man kann das auch mit zwei Händen machen, ne? Oh! Gott, ich hätte mich schon dreimal geschnitten. Oh, oh, fuck, mein Tisch. Ich zeig euch mal kurz einen Trick, also wie man es so ein Butterfly aufmacht. So, dann so, dann so. Und das Ganze müsst ihr quasi in eine runde Bewegung machen. So, das ist der erste Trick. Dann der zweite Trick ist, das Ding so zu werfen, dann über den Finger fliegen lassen und quasi nochmal auffangen. Und dann jetzt habe ich es. Dankeschön. Geile Sache. Also ich glaube, heute machen wir ein XXL-Unboxing, weil das ist schon ziemlich... Ich würde gerne noch ein paar Geschenke zeigen, weil das ist halt auch von Zuschauern und das gefällt mir halt. Und die will ich auch zeigen. So, nächstes Paket. Kommt auf jeden Fall aus Chinatown. Cool Making. Dare to Difference. Sind auf jeden Fall Sticker? Aber was für Sticker? Das frage ich mich gerade. Ah! Ey, das ist ein Akku für die Mavic. Oh, cool. Ich habe dringend eins gebraucht. Oh, das ist ein Original-Akku sogar. Ein DJI Mavic Akku. Geil, geil, geil. Ach, guck mal, das ist so ein Schutz für meine Fernbedienung. Warte mal, ich bring die gleich mal an. Und hier ist ein Kabel. Das heißt, du kannst die Mavic dann auch am Auto laden. Richtig nice. Also, ey, ohne Scheiß, das habe ich gebraucht. Das habe ich gebraucht und einen neuen Akku. Aber das hier ist natürlich mega. So, erstmal müssen wir die sauber machen, damit das Ding auch kleben bleibt. Was ich schade finde, ich finde keine Anleitung dabei. Es ist keine Anleitung, wie man das hier anbringt. Das muss man einfach selber rausfinden. Und das hier ist nicht gerade viel, also damit kann ich eigentlich nichts anfangen. Das sieht gar nicht mal so übel aus, oder? Das sieht gar nicht mal so übel aus. Man kann schon ungefähr erkennen, wo die Reise hingeht und ich finde das gar nicht mal so schlecht. So, Freunde, nach einer Stunde Arbeit, ich schwör's euch, das war gar nicht mal so leicht, weil es gibt ja, finde ich, mal eine Anleitung dazu. Ich habe es tatsächlich geschafft, so sieht das aus.
Gefällt mir richtig gut. Also jetzt habe ich auf jeden Fall eine besondere Mavic. Das ist die Fernbedienung. Die habe ich noch mit so einer Schutzhülle, aber darunter ist natürlich auch komplett mit Skins bedeckt. Richtig cool. Guten Grip. Ich weiß leider noch nicht, welche Firma mir das geschickt hat. Wenn ich es herausfinde, findet ihr natürlich unter den Link in der Videobeschreibung zu den ganzen Produkten sowieso hier. Und dadurch, dass ich jetzt so lange gebraucht habe, um das Ding zu kleben, werde ich nicht so viel Zeit haben zu schneiden. Deswegen mache ich heute nur ein XXL-Unboxing. Deswegen machen wir jetzt mal weiter mit den anderen Unboxing. Ich freue mich schon mal das erste Mal damit zu fliegen. Ich bin gespannt, ob die Aufkleber nicht so abfliegen, so in 100 Meter Höhe. Chunteng Technology, Singapur. Okay, Singapur. Hier haben wir noch einen Fanbrief. Das machen wir auch. Cool. Die hat mir tatsächlich mein Logo reingeritzt. Das ist sogar mit Lötkolben so angebrannt. Fällt mir richtig gut, sogar diesen kleinen Verspiegelung hat der dran gedacht. Das vergessen nämlich die meisten. Ah, scheiße, ich hab wieder verkackt mit dem Mikrofon. So, jetzt ist der wieder an. So, yo Marco, ich habe dir dein Kanalprofil mit einer Holzscheibe graviert. Hoffe, man kann das erkennen. Ich mache auch YouTube hauptsächlich Lifehacks und Comedy. Ich glaube, du arbeitest doch bei Wer wird Millionär? Irgendwas mit Kameras. Hast du Jauchi mal persönlich kennengelernt? Ja, natürlich, der Jauchi, der läuft mir öfters über den Weg. Und wir haben auch schon mal zusammen gefeiert. Ja, Paolo, danke schön. So, und jetzt kommen wir zum letzten Paket und auch zum Ende von Marco verzählt. Letztes Mal hatte ich schon eine Carrera-Bahn ausgepackt. Das Problem war, ich dachte, das kann es ja nicht gewesen sein. Und das war es auch nicht. Es kam dann irgendwann noch ein Paket an. Und das ist das Ding hier. Oh, riesengroßes Ding hier. Worauf ich eigentlich gewartet habe. Raus! Ja. So, da ist das Set. Carrera-Bahn. Wow, das sind ja riesengroße Autos. Was ist das für eine Carrera-Bahn? Carrera Digital 132, yeah, Dankeschön an Carrera, endlich ist es angekommen. Boah, meine Fresse, das war ein Unboxing. Glaubst zwar nicht, ne, aber ich bin locker schon, ich drehe locker schon zwei, drei Stunden hier. Und das Ganze zu sichten und zu schneiden, das wird eine ziemlich lange dauern. Ja, vielen Dank an alle Zuschauer, die mir was zugeschickt haben. Wenn ich eure Links zu euren Kanälen finde, findet ihr natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Genauso zu allen Produkten, die ich hier ausgepackt habe. Und vielen, vielen Dank an die ganzen Firmen, die mir das zugeschickt haben. Und ja, Leute, das war Marco Verzell Nummer 32. Freut mich, dass ihr wieder dabei wart. Auf dieser Seite kommt ihr zu den letzten Folgen von Marco Verzell. Links und rechts mit alle Social Media, auf denen ich vertreten bin. Und direkt unter dem Video könnt ihr mich kostenlos abonnieren, damit ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Ciao. So, Schluss. Tschüss.